Chemnitz. Mit Blaulicht und Martinshorn ist das HLF der Hauptwache auf dem Weg zu einem Feuer. Plötzlich eine Notbremsung. An einer Kreuzung hat uns ein Verkehrsteilnehmer nicht ganz wahrgenommen mit unseren Sonderwegerechten. Und das ist täglich manchmal auch. Also ärgern tut mich das in dem Fall nicht, weil man das, man ist ja auch Verkehrsteilnehmer mit einem Privat-Pkw und dann macht man genauso mal einen Lapsus oder passt man nicht auf. Das Unfallrisiko bei Einsatzfahrten liegt rund 20% höher als im normalen Straßenverkehr. Aber Maschinist Andi Kropf bringt seine Kameraden sicher zum Einsatzort. Ankerstopp geht los. In Angriff oder wie denkst du? Mal wieder eine angezündete Mülltonne. Leider ein häufiges Szenario. Die Männer nehmen es mit Humor. Reichen wir das Strahlrohr? Reichen wir das Strahlrohr. Bitte schön, der junge Herr. Sag ich das noch. Komm, hä? Zugführer Tobias Durst an vorderster Front. Ja, hallo. Sie haben angerufen? Ja, genau. Ich bin doch mitgeblieben. Sie haben es aber nicht angezündet. Dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht angerufen. Nicht, dass es dann heißt, Sie haben mich das ja nicht gefragt. Ja, okay. War euch Spaß, ich hätte gesagt. Tobias Durst kümmert sich um die Flammen. Patrick Götz kontrolliert die Umgebung. Der Rauch kann sich ausbreiten. Offene Fenster zum Beispiel sind da immer interessant. Gerade abends, nachts schlafende Leute können da beeinträchtigt werden oder verletzt werden dadurch. Also es ist schon nicht unerheblich. Aufmerksame Passanten haben die Tonne glücklicherweise frühzeitig vom Gebäude weggezogen. Denn so ein Brand kann sich rasend schnell ausbreiten. Es gab ja auch schon einen Supermarkt. Da standen Mülltonnen an der Hausfassade. Die haben gebrannt. Und es hat dort nicht lange gedauert, dass, wo dieser Mülltonnenbrand über den Dachstuhl übergegriffen hat und dieser ganze Markt dann gänzlich abgebrannt ist. Hier ist das Feuer nach wenigen Minuten unter Kontrolle. Boah, es zündet durch, hast du gesehen? Mit gezielten Wasserstößen setzt Tobias dem Ganzen ein Ende. Okay, guckst du hier, machst du so? Ui, hoppala. Ich hätte noch eine Bildzeitung vom Vordorf. Hey. Wenn das eine Praline ist. Mit dem Dunghaken zieht Tobias den Inhalt auseinander, um auch an tiefer liegende Glutnester in der Papiertonne zu gelangen. Ich mal hier nochmal die Aufnahme zu hier. Plaster, ja? Denken Sie, es passt nur Plaster? Noch ein bisschen, ja, guck mal, schauen Sie mal noch. Meine Herren. Wenn ich mal was angewöhnt habe, dann ist es das. Bei allem Spaß bei der Arbeit, Einsätze durch mutwillige Brandstiftungen ärgern die Männer. Es gibt auch Serien von Bränden an Müllbehältern, die mutwillig angesteckt worden sind, wo man dann der Nacht oder am Tag 3, 4, 5, 6 Mal rausfährt. Das ist dann schon nervig. Also das macht dann auch keinen Spaß mehr und das ist dann auch gefährlich, weil man ja eigentlich für was anderes da ist. Wie gut, dass die Kräfte hier nicht lange gebunden sind. Also halt. Keine 400 Liter später ist der Einsatz beendet. Das Team kann wieder einrücken. In Fürstenwalde an der Spree muss die HLF-Besatzung raus ins Grüne, zu einem Böschungsbrand am Waldrand. Oh, wunderbar. Das ist jetzt ein Waldbrand-Dings haben, ja? Oder ein Seeschor? Jo. Wegen der Waldbrandgefahr gibt es hier sogar einen Hydranten. Jens, rausziehen erstmal. Dann gehen wir erstmal. Ja. Gruppenführer Jens Steinberg hat sich das Ausmaß des Feuers schon angesehen. Mensch, alles auf den Berg, ja? Jo.
Jetzt kommt Wasser. Versuch dein das mal zäh, ja? Jo. Unser Hauptaugenmerk lag erstmal, die Ausbreitung zu verhindern. Und deswegen haben wir erstmal so ein bisschen die Randbereiche überwiegend abgelöscht, um dass das Feuer sich nicht sozusagen weiterentwickelt und wir nachher noch mehr Arbeit haben als so schon. Mit Wasser und Schaufel löscht der Angriffstrupp zunächst den Feuersaum. Willst du machen, Matze? Ja, kann ich auch noch was machen. So ein Schlauch wiegt ja doch schon was, dann ging es ja auch da teilweise ziemlich hoch, ne? Und uneben war es auch. Man hat auch in dem Gestrüpp gar nicht so richtig gesehen, wo man hintritt. Ne? Muss man ja auch immer vorsichtig sein. Und dementsprechend haben wir uns dann aber auch noch mal ausgelöst. Ich will mal gucken, ob wir von der Seite hier noch ein bisschen rankommen. Da drüben musst du auch noch. Da drüben musst du auch noch. Ja. Jetzt noch mal mit der Wärmewelt rüber. Naja, mehr als 30 haben wir nicht. Was sagt der Stumm hier in der Mitte? Die Männer müssen sorgfältig wässern, denn oft stecken Hitze und Glut etwas tiefer im Boden. Wir haben ja quasi noch Glut, die irgendwo am Boden noch ist, und Glutnester. Ne? Und dann kommt vielleicht der Wind noch mal und facht es auch noch mal auf. Dann können auch noch mal Flammen entstehen. Deswegen löschen wir da noch mal großzügig nach und gucken auch wirklich noch mal, dass da wirklich alles erwischt wurde. Weil manchmal im Gras, im dichten Gras, ist es auch nicht gleich zu erkennen, dass da noch irgendwo was ist. Ne? 31 Grad. Gut. Ja, 34, aber mehr haben wir nicht. Damit könnten wir leben, wa? Ja. Ah, guck mal, da qualmt es noch. Da haben wir noch. Ansonsten kann ich damit leben. Gut. Das war halt wichtig, dass wir da wirklich rechtzeitig noch oder ziemlich zeitnah eingetroffen sind und auch da löschen konnten. Und dass halt auch das Innerstadt nicht zu unterschätzen ist, dass man da auch mal Vegetations- oder Flächenbrände haben kann.